Hallo und herzlich willkommen auf schachmatrix.de. Die Schachmatrix ist ein Rechenprogramm, mit dem man überprüfen kann, ob das FIDE-Rating-System oder auch ELO-System inflationär ist oder nicht. Außerdem lässt sich mit diesem Programm herausfinden, wer den Titel bester Spieler aller Zeiten verdient hat. Die Basis für alle Berechnungen ist, genau wie beim FIDE-Rating-System, die Tabelle Wertungsdifferenzen aus Gewinnprozenten. Wir haben die Tabelle aus dem Buch Das ELO-System und DWZ-Verfahren von Karl-Heinz Glenz übernommen. In komprimierter und modifizierter Form findet man die Tabelle auch auf der Webseite der FIDE, im FIDE-Handbuch unter Punkt 8. Wir möchten euch heute eine alternative Methode zum FIDE-Rating-System bzw. zum ELO-System vorstellen, das unserer Meinung nach nicht nur einfacher, sondern auch sehr viel effektiver ist. Als kleines Beispiel, drei Weltmeister von 1966 bis 1972 in einem Vergleich. Fischer, Spassky und Petrosian. Hier links sind die Jahreszahlen und in der Spalte B rechts daneben, was es für ein Match war. Und in Spalte C oder der Austragungsordner. So, hier sind die Verhältnisse, 6,5 zu 2,5, Fischer-Petrosian, Fischer-Spassky 12,5 zu 7,5. Dabei ist jetzt allerdings die zweite ungespielte Partie nicht in der Wertung mit drin, weil Spassky die zweite Partie gewonnen hat, weil Fischer nicht erschienen ist. Wird normalerweise auch in einem FIDE-Rating-System nicht berücksichtigt. Und eben die Partien zwischen Petrosian und Spassky in zwei Weltmeisterschaftskämpfen, 23 zu 24. In einem Diagramm würde das dann so aussehen. So, die haben gespielt 1972 in Reykjavik 12,5 zu 7,5 abzüglich die zweite ungespielte Partie. Macht für Fischer 62,5% Erfolg, was entspricht einer Punktedifferenz von 90. Das heißt also, Fischers letzte Zahl war 2870, würde bedeuten für Spassky 2690. 65,5% Erfolg spricht oder entspricht 113 Punkten gegen die beiden Spieler im Durchschnitt. So, der Computer rechnet dann daraus. 2780 für Fischer, 2658 für Petrosian und 2673 für Spassky. Die drei Spieler Fischers, Spassky und Petrosian, im Verhältnis ihrer prozentualen Erfolge zueinander. Fischer gegen Spassky 62,5%. Kann man aus der Liste D aus P, das ist die Liste, die auch die FIDE verwendet, kann man in ihrem Handbuch unter Punkt 8 einsehen im Internet. 62,5% entsprechen 90 Punkten Differenz bei den Wertungszahlen. Das ist also bei Fischers letzter Wertungszahl 2780, würde das für Spassky bedeuten, dass er 2690 Punkte hätte. Bei Petrosian sieht es ein bisschen anders aus. Da hatte Fischer 72,2%, ergibt eine Differenz von 167 Punkten gegenüber Petrosian. Das wären 2613 Punkte. Passt mit dem Verhältnis, was die beiden untereinander haben, nicht zusammen. Da ist die Abweichung gerade mal 8%. Würde man jetzt also diese drei Spieler in einer Iteration berechnen wollen, müsste man die Daten in eine Datenbank eingeben. Diese Datenbank ist verknüpft einmal mit der Tabelle D aus P. Das ist die hier. Als Diagramm dargestellt. Nochmal hier. Die blaue Linie ist die offiziell von der FIDE verwendete, das rote ist die lineare, die wir verwenden. Spielt aber eigentlich hier bei den drei noch keine Rolle. Wie gesagt, alles verknüpft mit der Datenbank und der Matrix. Prozentualer Erfolg, Punkte, Partien, Spieler. Und hier findet man dann die Wertungszahl. Wenn man jetzt diese drei Spieler auf 0 zum Beispiel setzen würde,
um die Berechnung mal zu starten, erscheint hier die Basiswertungszahl von Fischer gleich I4, das ist die hier. Dann die Zahl, die wir festgelegt haben für ihn im fixierten Wert, 2780, macht eine Differenz von 443 Punkten. Diese Differenz wird hier in der Spalte P ausgeglichen, beziehungsweise korrigiert, und das wird dann einfach nur in die Spalte G wie Gustav eingegeben. Da kann man jetzt sehen, wie sich in der Spalte M und N die Kreuze verändern, bei jeder Iterationsrunde, bis letzten Endes die Kreuze verschwunden sind. Und das System bis dann auf die 14. Stelle nach dem Komma die Zahlen angepasst hat. Jetzt. So, Fischer 2780, wie er haben sollte. Petrosian 2658 und Spassky 2673. Man kann hier genauso gut auch Spassky als Basis nehmen. Hier würde man einfach dann ihn hier einsetzen und als fixierten Wert meinetwegen 2690. Dadurch ändern sich zwar die Zahlen, aber die Differenzen bleiben. Hier in der Spalte K, also die Differenzen, hat sich nichts geändert. 112, minus 32, minus 22. So, das Ganze geht natürlich auch mit mehr Spielern. Zum Beispiel mit außerdem noch Korchmal, Karpov und Kasparov. Hier sind die Spieler in einem Diagramm dargestellt, wie sie im Verhältnis zueinander gespielt haben. Und in einer Datenbank sieht das dann so aus. Slash geht dann mit der Matrix hier. Man würde jetzt also auf 0 zurücksetzen können oder man setzt hier einfach den Mittelwert ein und berechnet es dann neu. Und das kann man mit beliebigen Anzahl an Spielern machen. Das kannst du mit einer beliebigen Anzahl an Spielern machen, ja. 600, 6000 vielleicht sogar. So viel haben wir bisher noch nicht eingegeben, aber es sind auf jeden Fall über 1000 möglich. Differenzen bleiben gleich, unabhängig davon, wen man jetzt hier als Basis nehmen würde, beziehungsweise welchen Spieler man die Basiswertungszahl zuordnet und auch egal welche Wertungszahl. Die Differenzen bleiben also immer gleich. Wenn Fischer vorher 100 Punkte mehr hatte als irgendein anderer Spieler, dann hat er das auch hinterher. Ganz egal, wie man das dreht oder wendet. Jeder Matrix kannst du also nichts manipulieren, wenn überhaupt, müsste man hier in die Datenbank rein. Aber da die Datenbank ja transparent ist, wäre das also eher unwahrscheinlich, dass man hier etwas verändern würde. Wie viele Namen sind in der Datenbank drin von Spielern? Über 1000. Ich muss mal über 1000. Ah. Insgesamt sind es hier 1076 Einträge. Gut, hier hat er zum Beispiel Zwiaginsev ist jetzt hier zweimal drin, einmal U21, einmal U26. Das hat folgenden Grund. Wir haben die Spieler nach einer gewissen Leistungskurve eingeteilt in bestimmte Lebensabschnitte. Von U16 über U21, U26. Dann wahrscheinlich die Zeit, in der sie ihren Höhepunkt erreichen sollten, zwischen 26 und 40, über 40, über 50 und über 65. Was natürlich einen Unterschied macht, ob man gegen einen Spieler spielt, der vielleicht 21 ist oder 50, haben wir die Spieler also in diese Lebensabschnitte eingeteilt. Und wir haben hier Spieler drin von 1946, Botvinnik zum Beispiel, der erste viele Weltmeister, der ist vertreten mit 1, 2, 3 Wertungszahlen von 2667, 2661 und über 50, 2621. Genauso wie der jetzige Weltmeister, noch ist das ja,
Magnus Carlsen. Der ist dann U21, 2733 Punkte, U26, 2819 und jetzt über 26, 2837. Tja, das Ganze lässt sich dann hier ebenfalls mit einem echten, einem simplen Verfahren berechnen, genauso wie ich es vorher gezeigt habe. Man gibt eine Wertungszahl ein, man sucht einen Spieler aus und berechnet auf die gleiche Art und Weise die Differenz für alle. Das heißt also, nach jedem weiteren Spieler, den man hinzufügt oder nach jedem weiteren Turnier, berechnet dieses System die Konstellation für alle anderen Spieler neu. Das heißt also, ändert sich bei einem Spieler irgendwas, hat das unter Umständen auch auf alle anderen irgendwelche Auswirkungen. Aber es ist eben nicht möglich, dass hier sowas wie Inflation oder derartiges entsteht. Das heißt also, es ist wesentlich zuverlässiger. Wenn ich jetzt hier dieses Lineare, das wir benutzt haben, durch das von der FIDE ersetze, dann ändert sich in der Matrix Folgendes. Wir haben hier links 4 Abweichungen und rechts in der Spalte M haben wir 182. So, berechnet man das also dann neu mit dem FIDE-System. Dauert es nicht lange, bis in den Spalten L und M alles auf 0 ist und ungefähr nach einer Minute ist dann das Endergebnis fertig. Trotzdem rechnet er weiter. Je nachdem, wie genau man meint, das zu brauchen, kann man eben warten, bis er an der 14. Stelle dann sozusagen zum Stehen kommt oder eben schon vorher aufhören. Jetzt zum Beispiel. Trotzdem wäre es doch für so einen Verein auch interessant, so ein Wertungssystem für Sie jetzt zugeschnitten zu haben, dass du da sagst, wir nehmen da eine Grundlage von 1800 Punkten. Das wäre jetzt ein Spieler, der müsste ihn kurz beschreiben, laut dieser Kurve, da und da stehen würde. Und dann könnte man sozusagen das erstellen. Das Schöne daran ist ja, dass die müssen sich ja nicht an diese Zahlen halten. Sie können ja jede x-beliebige Zahl nehmen, weil Richtig. Es geht ja nur um die Differenzen. Alles andere ist vollkommen egal. Wie gesagt, du kannst ja jede Zahl durch eine beliebige andere ersetzen. Aber was ja bleibt, sind die Differenzen und die ändern sich auch nicht. Mhm. Also wie gesagt, stimmt, das hatte ich vergessen. Das ja hat hier einer 100 Punkte mehr als ein anderer Spieler, kannst du hier drin ändern, was du willst. Der wird immer 100 Punkte mehr. Es sei denn, er geht dann in der Kurve wirklich mal nach unten, spielt schlechter. Wenn du jetzt hier neue Spiele dazufügen würdest oder ein neues Turnier, dann ändert sich natürlich bei allen, die daran teilgenommen haben, auch entsprechend die Wertungszahl. Die lineare Methode ist die, die wir empfehlen würden und einige andere sicherlich auch noch, die ist schon mal probiert haben, wie zum Beispiel Jeff Sonas. Und die blaue Linie ist das, was die viele favorisiert. Das ist letztens weder richtig noch falsch, es ist eben nur anders. Und gerechter vermutlich ist die rote Linie, weil die Differenzen nicht so groß werden. Ab Punkt 107 trennen sich dann die beiden Kurven oder Linien. Vorab haben sie schon einige Unregelmäßigkeiten, wie zum Beispiel hier. Das liegt einfach daran, dass diese Zahlen anders berechnet wurden als die auf der linearen Kurve. So, liebe Schachfreunde, das war unser erster Zug. Jetzt seid ihr dran. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ist aber der dümmste Zug, den man beim Schach als erstes machen kann.